Nach der Air Berlin-Insolvenz waren viele überrascht, wie massiv und langwierig die Folgen für die europäische und deutsche Luftfahrt waren. Klar, Air Berlin war die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft mit mehr als 100 Flugzeugen in der Flotte, mit mehreren tausend Mitarbeitern, mit vielen wichtigen Slots an wichtigen großen Flughäfen. Aber mit so einem Chaosjahr für die Luftfahrt, da hat wohl niemand so richtig mit gerechnet. Nun ist die nächste deutsche Fluggesellschaft weg. Germania hat Insolvenz angemeldet und wird nicht mehr fliegen. Dass hier kein vergleichbares Chaos entsteht, das dürfte allein aufgrund des Größenunterschiedes zwischen Air Berlin und Germania klar sein. Aber nichtsdestotrotz, die Insolvenz hat trotzdem schwerwiegende Folgen und die schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an. Und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich wünsche euch allen schon mal ein schönes Wochenende. Gestern haben wir etwas ausführlicher über die Geschichte der Germania gesprochen, die Idee, die dahinter steckte und so weiter. Ja, wie die Geschichte vor 3 Tagen geendet ist, das dürfte jedem bekannt sein. Der Fluggesellschaft ist das Geld ausgegangen und die Aussichten waren nicht annähernd gut genug, damit irgendjemand investieren oder vielleicht sogar kaufen wollte. Damit ist die Germania jetzt am Boden und mit ihr weit über 1000 Mitarbeiter. Diese bekommen die Folgen der Germania-Insolvenz ohne Zweifel am schnellsten und auch am unangenehmsten zu spüren. Denn sie verlieren jetzt ganz klar erst einmal ihren Job und das von einem Tag auf den nächsten. So wie ich das verstanden habe, haben die meisten Germania-Mitarbeiter bei ihrem letzten Flug auch gar nicht gewusst, dass es der letzte sein wird. Sicherlich hat sich da jeder in den letzten Wochen schon mal seine eigenen Gedanken drüber gemacht. Von den finanziellen Schwierigkeiten wird da ja jeder gewusst haben. Nichtsdestotrotz, dass das dann jetzt Anfang Februar wirklich so zu Ende ging, das kam für die meisten hundertprozentig ziemlich überraschend. Auch wenn diese unschöne Situation jetzt für die wenigsten Germania-Mitarbeiter direkt mal existenzgefährdend sein dürfte, mit Gehaltszahlungen können die wohl in den nächsten Wochen nicht mehr rechnen und ja, inwiefern das Unternehmen mit den Januar-Gehaltszahlungen, die ja auch noch ausstehend waren, inwiefern die da noch hinterhergekommen sind, das weiß ich leider auch nicht. Hier ist es nun wichtig, für jeden einzelnen Germania-Mitarbeiter sich vernünftig über die Situation zu informieren und was man wann machen darf. Denn bekommt man jetzt in einem solchen Insolvenzfall eine Kündigung, dann gibt es einiges zu beachten. Man hat dann bestimmte Rechte, denn jedem Germania-Mitarbeiter steht dann ein gewisses Geld zu, und zwar das sogenannte Insolvenzgeld. Dieses Geld steht den Mitarbeitern zu für die 3 Monate, die der Eröffnung des Insolvenzverfahrens vorangehen. Heißt, die Insolvenz ist zum aktuellen Zeitpunkt angemeldet, wird dann irgendwann in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten wird das Verfahren dazu eröffnet und dann steht den Mitarbeitern wahrscheinlich Geld für Januar, Februar und März zu. Dafür müssen dann bestimmte Anträge ausgefüllt werden, beziehungsweise müssen noch mehr andere bestimmte Anträge ausgefüllt werden, wenn sie das Geld nicht erst in einigen Monaten oder vielleicht sogar erst Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres erhalten wollen, sondern jetzt so schnell wie möglich. Aber dann kommt es natürlich auch noch darauf an, wie jetzt mit den Mitarbeitern umgegangen wird, ob sie überhaupt eine Kündigung bekommen. Denn zum aktuellen Zeitpunkt hat, soweit ich weiß, noch niemand bei Germania eine offizielle Kündigung bekommen. Daran seht ihr, das ist alles noch so ein bisschen früh. Die Zukunft der Germania ist zum aktuellen Zeitpunkt dahingehend zumindest noch sehr, sehr ungewiss. Man kann jetzt nicht wirklich davon ausgehen, dass demnächst irgendeine Einzelperson oder irgendein Unternehmen um die Ecke kommt, welches die Germania als komplette Fluggesellschaft retten möchte und dann wieder auf die Beine stellen möchte. Im Fall der Air Berlin war es aber ja tatsächlich so, da gab es diese Einzelpersonen bzw. Unternehmen, die genug Geld hatten und genug Geld investieren wollten, um das Unternehmen als Ganzes wieder ins Rennen zu schicken. Daraus wurde da dann aber auch nichts. Ob das jetzt im Fall der Germania genauso sein wird, wir wissen es nicht genau. Man wird da Gespräche im Hintergrund führen, da muss man einfach noch ein bisschen geduldig sein. Aber das Thema Geld ist natürlich nicht nur für die Mitarbeiter interessant, sondern auch für die Passagiere, die teilweise selbstverständlich mehrere hundert Euro für Flugtickets bezahlt haben, die sie jetzt nicht mehr nutzen können. Einige hatten in den Kommentaren da gestern auch noch Fragen zu. Es gilt, dass wenn ihr eine Pauschalreise gebucht habt, wo ein Germania-Flug vorne und hinten mit dabei ist, heißt, ihr bucht zum Beispiel eine Woche Türkei, habt das Hotel da mit drin, habt einen Transport vom Flughafen mit drin und es ist halt eben ein Germania-Flug von eurem Heimatflughafen aus in die Türkei mit dabei und der Rückflug auch, dann wendet ihr euch in diesem Fall einfach an euren Reiseveranstalter, wo ihr die Reise offiziell gebucht habt. Der wird sich dann darum kümmern, dass ihr irgendwie anders in den Urlaub kommt, entweder mit einer anderen Fluggesellschaft oder mit irgendwelchen Ersatztransportmöglichkeiten. Das ist dann seine Aufgabe. Habt ihr jetzt aber einen Flug einzeln bei der Germania einfach so im Internet gebucht oder sowas, dann ist dieser Flug weg und damit auch das Geld. Zwar besteht auch hier in diesem Fall ein Anspruch gegenüber der insolventen Fluggesellschaft, also in dem Insolvenzverfahren, was dann irgendwann begonnen wird, habt ihr mit eurem bezahlten Ticket oder das spielt ihr mit eurem bezahlten Ticket durchaus eine Rolle. Allerdings die Beträge, die da eventuell zurückgezahlt werden,
Die sind, wir kennen das aus der Air Berlin-Geschichte, sind entweder nicht nennenswert oder gar nicht vorhanden. Nun zu den Flughäfen. Dort wird man die Germania-Insolvenz teilweise extrem deutlich spüren. Denn wir haben gestern schon darüber gesprochen, Germania war meist an den kleinsten internationalen deutschen Flughäfen zu Hause und hat von dort aus verschiedene Strecken angeboten. Und eben gerade weil diese Flughäfen teilweise so klein sind, spielt Germania auch mit vielleicht nur wenigen Flügen die Woche eine wahnsinnig wichtige Rolle an diesen Flughäfen. Ganz deutlich sieht man das am Flughafen in Erfurt. Nur mal so zur Verdeutlichung, an diesem Flughafen werden pro Jahr etwa 260.000 Passagiere abgefertigt und auch für das Jahr 2019 hat man etwa 260.000 Passagiere erwartet. So, und jetzt sollten aber in diesem Jahr gut 190.000 Passagiere mit Germania vom Flughafen abfliegen oder mit Germania wieder am Flughafen ankommen. Das müsst ihr euch mal vorstellen, das sind knapp über 70%. Das ist wahnsinnig viel. Stellt euch mal vor, am Frankfurter Flughafen, wo an einem richtig guten Tag vielleicht, jetzt nur mal angenommen, 1400 gleich große Flugzeuge starten und landen. Und von einem Tag auf den nächsten sind es dann nur noch 400 Flugzeuge pro Tag. Dann am Flughafen Rostock-Lage, der sich ja wirklich schon Jahr für Jahr um neue Strecken bemüht, der Jahr für Jahr versucht, neue Passagiere zum Flughafen zu holen, neue Airlines zum Flughafen zu holen. Da kamen knapp 50% aller Passagiere mit Germania-Flugzeugen. Am Flughafen Münster-Osnabrück ist es immerhin knapp ein Viertel und am Flughafen Nürnberg hat Germania knapp 10% der Marktanteile. Also ihr merkt schon, an vielen kleinen Flughäfen in Deutschland spielte Germania schlichtweg die wichtigste Rolle. Und im Fall der Air Berlin war es ja folgendermaßen. Das Wertvollste an der Fluggesellschaft waren ihre Slots. Und die waren meist alle an großen deutschen internationalen Flughäfen zu attraktiven Uhrzeiten. Und das ist bei der Germania nun mal nicht so. Nicht falsch verstehen, also Germania hatte nicht unattraktive Uhrzeiten oder unattraktive Strecken bzw. unattraktive Flughäfen. Für die Leute, die da in der Nähe wohnen, war das durchaus attraktiv und oft ja auch die einzige Möglichkeit, um überhaupt angenehm von diesem Flughafen aus in den Urlaub zu kommen. Aber für andere Fluggesellschaften, die jetzt eventuell diese Slots übernehmen könnten, wenn es denn überhaupt Slots an diesen Flughäfen gibt, dann passt das bei den meisten Airlines einfach nicht ins Konzept. Bei einer TUI Fly geht das eigentlich nicht wirklich. Die kann in Nürnberg vielleicht ein bisschen was übernehmen, aber die fängt jetzt nicht in Erfurt oder in Dresden oder in Münster, Osnabrück groß mit Fliegen an. Genauso bei einer Condor. Die konzentriert sich seit Jahren auf 4 Standorte. Das sind die Flughäfen in Hamburg, in München, in Frankfurt und in Düsseldorf. Da hat Erfurt oder Münster, Osnabrück oder sowas nun mal nichts verloren. Lediglich die kleine deutsche und noch recht neue Fluggesellschaft Sundair, die verfolgt ein ähnliches Konzept, wie es Germania getan hat. Also auch Sundair setzt auf Lücken, die sich irgendwo an kleinen Flughäfen auftun, versucht da reinzuspringen und ja, setzt damit auf Wachstum an kleineren internationalen deutschen Flughäfen. Aber die können natürlich nicht, auf gar keinen Fall, auf einen Schlag alle Germania-Kapazitäten an diesen Airports übernehmen. Aber sie tragen zumindest dazu bei, denn Sundair hat schon angekündigt, sie werden ab Sommer 2019 einen Airbus A320 am Flughafen in Dresden stationieren. Und damit, an diesem Flughafen hatte Germania knapp 20% der Marktanteile, also gut ein Fünftel. Damit wird Sundair an diesem Flughafen gut die Hälfte der durch Germania wegfallenden Strecken übernehmen und damit wieder neu anbieten können. An den anderen eben genannten Flughäfen, wie gesagt, in Nürnberg geht vielleicht noch ein bisschen was mit TUI Fly, aber gerade in Erfurt oder in Rostock-Lage, da sieht es einfach schon mit Germania, sieht es da schon mager aus. Da geht schon mit der Fluggesellschaft Germania nicht viel und ohne natürlich noch sehr viel weniger. Und das ist ja eben genau das Interessante an dieser Insolvenz, worauf ich hinaus möchte. Bei der Air Berlin-Pleite war es klar, das Bild an den Flughäfen hat sich teilweise drastisch geändert. An den großen Flughäfen sind super viele Flugzeuge teilweise weggefallen, wurden durch Eurowings-Maschinen ausgetauscht oder wie auch immer. Und bei Germania kann man sich einfach nicht vorstellen, dass die Folgen so gravierend sein könnten. Immerhin ist die Fluggesellschaft doch deutlich kleiner, als es die Air Berlin war. Aber prozentual gesehen, für die kleinen Flughäfen sind die Folgen der Germania-Insolvenz doch mindestens genauso massiv und gravierend, wie es bei der Air Berlin-Pleite der Fall war. Hier wird man sich in der nächsten Zeit um neue Anbieter, um neue Fluggesellschaften eventuell bemühen müssen. Und das wird man auch schaffen, das wird man schon hinbekommen. Aber alle Strecken wird man auf gar keinen Fall übernehmen können. Davon würde ich jetzt einfach mal nicht ausgehen. Einige Germania-Strecken, die man vielleicht gerne mal geflogen ist, weil sie direkt vor der Haustür waren, weil sie mich an ein interessantes Urlaubsziel gebracht haben, die werden jetzt nun mal einfach wegfallen. Aber ein sehr interessanter Germania-Kunde bleibt da noch übrig, und zwar Airbus. Denn Germania war für diesen Flugzeughersteller im Werksverkehr unterwegs, heißt zwischen den Standorten Hamburg, Finkenwerder und Toulouse. Das waren immer so 2 Flugzeuge, die am Tag dann immer so 400 Leute hin und her geschickt haben. Ja, und das fällt jetzt natürlich schlagartig weg und Airbus musste sich kurzfristig um einen Ersatz bemühen und das haben sie auch tatsächlich so kurzfristig hinbekommen, denn im Airbus-Werksverkehr fliegt jetzt die Germania Flug, also der Schweizer Ableger der Germania, der nicht von der Insolvenz betroffen ist, und Titan Airways aus Großbritannien. Und was ein Glück, zum Glück fliegen beide Fluggesellschaften mit Airbus-Flugzeugen. Das wäre es ja noch, wenn da jetzt eine Boeing hin und her pendeln müsste.
puh. Langfristig wird man sich da aber noch nach einem neuen Partner umschauen müssen. Aber auch den wird man in diesem Fall dort sicherlich finden können. Gut. Ja, jetzt haben wir doch schon mal über ein paar wichtige Dinge geredet. Also es ist schlecht für die Mitarbeiter, es ist mal wieder schlecht für die Passagiere, es gibt kaum bis gar keine gesetzlichen Absicherungen für solche Fälle und auch für einige Flughäfen ist das gerade wirklich schlecht und ein großes Problem, was da gerade abgeht. Tja, also so wirklich zu unterschätzen sind die Folgen der Germania-Insolvenz also doch nicht. Aber klar, die Flugzeuge, die gibt's ja noch und die sind meist ziemlich wertvoll. Also wie sieht's mit denen denn aus? Gestern erst haben wir gerade noch darüber gesprochen, dass Germania ja doch häufiger mal bei Boeing neue Flugzeuge eingekauft hat. Mit eigenem Geld und die haben Germania dann auch wirklich gehört. Und das ist dann doch schon mal eine wertvolle Sache. Aber auch da muss ich euch leider enttäuschen. Germania betrieb zuletzt gut 30 Flugzeuge. Drei davon sind bei dem Schweizer Ableger der Germania unterwegs, bei der Germania Flug und die werden dort auch weiterfliegen. Zwei sind in dieser Bulgarian Eagle Geschichte drin, bleiben also 25 Flugzeuge von Germania übrig. Diese 25 Flugzeuge sind auch heute noch an 11 verschiedenen deutschen Flughäfen geparkt. Die hat man quasi einfach da stehen lassen, wo sie am Ende angekommen sind und die meisten von ihnen, 4 Stück, stehen in Bremen. Also 25 Flugzeuge und Germania gehören von diesen 25 Flugzeugen, soweit ich weiß, gar keins mehr. Denn die Boeing 737-700, die man noch in der Flotte hat, von der man denken könnte, dass sie Germania noch gehören, die hat man sukzessive in den letzten Jahren immer mal wieder verkauft und dann auch ausgeflottet, beziehungsweise man hat sie dann zurückgeleased. Das ist ja eine gängige Prozedur für verschiedenste Fluggesellschaften, um einfach mal kurzfristig an Geld zu kommen. Und naja, so gehören alle Flugzeuge nun mal verschiedensten Leasingunternehmen. Und die werden sich ihre Maschinen Stück für Stück wieder zurückholen. Das ist jetzt so, wie es dann bei der Air Berlin Pleite auch war. Und ob jetzt deutsche Unternehmen da Flugzeuge wieder übernehmen können, dann die Leasinggeber quasi einen neuen Vertrag mit einem deutschen Unternehmen abschließen, das wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Es sei denn, und darauf hofft man wohl zum aktuellen Zeitpunkt noch, es findet sich jemand, der das Unternehmen übernehmen möchte. Germania in irgendeiner Form, vielleicht auch mit einem ganz, ganz anderen Namen, mit einer ganz anderen Bemalung, sieht ganz anders aus und funktioniert auch anders, aber irgendwie wieder auf die Beine stellen möchte, denn dann müsste man erstmal nicht nur Leasingverträge nicht kündigen, man könnte auch die Mitarbeiter im Unternehmen belassen. Die würden dann nämlich einfach zum neuen Besitzer, zum neuen Eigentümer der Fluggesellschaft wechseln. Dafür hält man die Airline aktuell quasi in einem betriebsbereiten Zustand, damit sie so schnell wie möglich, vor allem als Ganzes, darum geht es, wieder an jemand anderen übergeben werden kann, der sie dann auch wieder mehr oder weniger sofort einsetzen kann. Ja, also bleibt ja doch irgendwie gar nicht so viel, woraus man jetzt bei der Germania Geld machen kann. Slots haben wir eben schon angesprochen, bei der Air Berlin war es das wichtigste Thema, bei Germania ist es nicht so, weil Germania nun mal Flughäfen anfliegt, die meist gar keine Slots haben, weil eben die Anfragen der Fluggesellschaften die Kapazität des Airports nicht übersteigen. Das ist bei großen deutschen Flughäfen Standard, in Frankfurt ist das so, in Hamburg und so weiter, aber ja, in Erfurt ist das halt nicht unbedingt so. Bei der Thematik müssen wir uns also zum aktuellen Zeitpunkt wahrscheinlich echt noch ein bisschen gedulden, das kann man gerade alles noch drehen und wenden, wie man möchte. Auf der einen Seite gibt es bei Germania einfach nicht viel zu holen, gleichzeitig sind die Folgen für kleinere Flughäfen wirklich, teils wirklich massiv. Auf der anderen Seite besteht noch die Chance auf eine eventuelle Übernahme und auf einen eventuellen neuen Betreiber, der die Germania dann in einer eventuellen neuen Form wieder ins Leben zurückholen könnte. Wir wissen es gerade noch nicht, wir werden es dann sehen. Und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen zu den Folgen der Germania-Insolvenz mit dabei. Und dann ja, sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.